Hallo zusammen und herzlich willkommen zur Episode 27 von unserem Projekt Avatar auf dem Metin 2 Server Emerald. Henry ist der Name und ich kürze das Intro ab jetzt mal etwas ab, denn die meisten von euch wissen ja eh mittlerweile, worum es geht. Wir wollen nach dem Rasador nun auch den Beransetau solo auf die Bretter schicken. Ohne Echtgeld, abgesehen von den 6 € im Monat für Emerald, ohne Server Trades, ohne Push. Und wer nicht weiß, worum es geht, gerne das Projekt von Anfang an schauen. 98% der Zuschauer sind überzeugt und sagen, es lohnt sich. Quelle: Vertrau mir, Bruder. In der letzten Episode haben wir die erste der beiden Handelswochen abgeschlossen und fleißig eingekauft, verkauft, Gewinne erzielt, aber auch selbst gefarmt. Und am Ende konnten wir sogar schon einen mythischen matten Rubin mit Angriffswert, DSS und Verteidigung für recht günstige 35 Won ergattern. Wollen wir doch mal sehen, ob wir den in dieser Folge schon zum Einsatz bringen oder erstmal noch mit Gewinn weiterverkaufen. Aber erstmal haben wir nachts noch dem Abdi im Roten Wald bei ein paar Supersteinen geholfen. Der Gute hatte im Rufchat gefragt und war wohl auf Handschuhe des Diebes aus. Da haben wir ihm mal eben unter die Arme gegriffen. Schließlich hat Rayleigh, als wir noch klein und unbeholfen waren, das gleiche für uns getan und jetzt sind wir stark genug, um das Erbe weiterzutragen und mal auch ein bisschen was zurückzugeben. Einen wunderschönen guten Tag. Wir sind mittlerweile bei Tag 9 angekommen. Ich hoffe zumindest, dass es stimmt, deswegen werde ich jetzt nicht weiter auf die einzelnen Tage eingehen oder versuchen, sie aufzuzählen. Aber gestern hatte ich in der Tat überhaupt keine Zeit und war den ganzen Tag unterwegs, deswegen ist gestern mehr oder weniger nichts passiert. Aber wir haben wieder Geld im Shop, war auch jetzt einiges an Zeit vergangen und deswegen schauen wir mal, was wir so verkauft haben. Und wir haben 2 Won und 103 Millionen Yang im Shop. Und das ist jetzt natürlich eine sehr gute Frage, was ist denn hier überhaupt weggegangen? Müsste ich in der Tat mal überlegen. Ganz kurz nur zur Info, wir hatten noch 2 HTKs plus 9, die habe ich zum 6.7. Bonus einfügen gebracht. Einfach, weil die Preise gerade so weit unten sind, dass wir die eh nicht mit Gewinn verkauft kriegen. Deswegen dachte ich, können wir auch direkt die Zeit nutzen und versuchen, 6.7. Boni reinzukriegen. Okay, ich habe jetzt nochmal nachgeschaut kurz und ich glaube, das ist fast alles nicht von Bedeutung für unser Handelsprojekt, denn vieles davon habe ich selbst erfarmt, aber was wir verkauft haben, sind unsere HTOs plus 9, wo wir selber noch 2., 3., 4. Bonus eingebaut haben. Und der ist für 1,4 Won über die Ladentheke gegangen. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr cool. Wir setzen jetzt aber trotzdem erstmal nur 20 Millionen Gewinn an, denn da sind auch ein paar Adder reingeflossen. Und wären die blank gewesen, hätten wir sie wahrscheinlich für 1,2 verkauft. Aber so haben wir da auch wieder ein bisschen was an Geld. Und jetzt kommen wir immerhin fast wieder auf 6 Won in Bar. Da wollen wir doch mal sehen, ob wir hier den ein oder anderen Sonntagsschnapper ergaunern können. Und ich habe hier sogar was gefunden. Back to the roots, würde ich mal sagen. Eine 9er Sucherrüstung plus 9 hat zwar nur einen Bonus, aber mit Level 40er Accounts oder Charakteren mit grünen Addern kriegt man da natürlich ganz schnell noch Boni rein. Hass plus 4 ist drin, 65 Millionen. Ich würde mal sagen, kriegen wir mal mindestens einen Won für. Wenn sie denn noch da ist, jawohl, ist da gekauft. Und erstaunlicherweise, der erste Versuch in einer der HTKs hat direkt geklappt. 6. Bonus ist drin, mal schauen, was es ist. 3 Gift. Naja, egal. Schon mal nicht verkehrt. Hä, was ist los? Und beim zweiten hat es auch direkt geklappt. Schauen wir mal, was da der 6. Bonus ist. Angriffswert 5. Ah Mann, warum kann es nicht 50 sein? Das wäre so ein krasser Lucky Punch. Aber naja, ich will mich nicht beschweren. 2 von 2 direkt am ersten Tag. Nur als Vergleich, die Feuerschuhe, die wir am Montag im Stream vergeblich auf plus 8 versucht haben, die plus 6 sind, wo ich jetzt versuche, wenigstens 6., 7. Boni reinzuklatschen, um den Wert zu steigern. Da hat jetzt die ganze Woche, also 7 Tage lang habe ich es jetzt versucht, nicht ein einziger geklappt. Also man zeigt dir natürlich gerne diese Lucky Punches, aber natürlich funktioniert nicht direkt alles auf Anhieb. Aber die beiden nehmen wir natürlich gerne mit. Wir haben endlich mal jemanden gefunden, der die kleinen Segnungen kaufen will. Und zwar möchte hier jemand seine Smuggies plus 8 mit 20 Teufel switchen. Und natürlich möchte der Kollege Pfand haben. Da hat er auf jeden Fall die richtige Entscheidung getroffen. So muss das nämlich sein. So gehört sich das. Smuggies plus 8, 20 Teufel. Und dann schauen wir mal. Er hat aktuell 250 DP und 2 Widerstand. Gucken wir erstmal, ob eine funktioniert. Fail, fail. Auch nicht, auch nicht, auch nicht, auch nicht, auch nicht. Oh, wir haben eine erfolgreiche Änderung. 500 TP, ein Erdwiderstand.
Das reicht dem Kollegen leider nicht. Dann machen wir nochmal weiter. Drei Versuche haben wir nämlich noch. Nein. Nein. Oh nein. Hat leider nicht geklappt. Aber vielleicht beim nächsten Mal. Trotzdem vielen Dank fürs Kaufen. Und das Won nehmen wir gerne. Yo, ein Geldregen ist wieder am Start. Wir haben unser Titani plus 9 verkauft. 12,5 Won ist es weg. 10 Won eingekauft, mal eben 2,5 Won mitgenommen. Sehr, sehr nice. Und damit stehen wir auch schon wieder bei 18,8 Won, fast 19 Won. So, wir haben nach langer, langer Zeit mal wieder ein sehr großes EQ-Paket. Oder ich glaube, das ist sogar das größte, was ich bisher angeboten und letztendlich auch angenommen habe. Der Kollege hier hört leider auf dem Server auf, RIP, aber er hat mich angeschrieben und meinte, ja, ey, du hast doch bestimmt Interesse an EQ-Paketen. Und zwar haben wir ganz, ganz interessante Sachen. Ich zeige euch später, was das alles ist, denn ich will den jetzt hier auch nicht zu lange auf heißen Kohlen sitzen lassen. Sondern ich handle jetzt erstmal mit ihm, das ist hier ganz schön viel Kram. Und für das Erste gebe ich ihm erstmal, kurz gucken, 14 Won. Alter Schwede, der Kollege geht hier wirklich mit offenem Visier in dieses Trading. Ja, so, 2 Won hat man auch gesagt. Aber eigentlich kann ich das nicht machen, eigentlich ist das schon wirklich frech von mir. Also der Kollege geht gerade wirklich, wirklich aufs Alleräußerste. Und zum Glück haben wir eben noch einen der Seelengürtel plus 6 verkauft für 80 Millionen. Endlich, endlich. Und dadurch kann ich den Kollegen hier noch ein bisschen fairer bezahlen, sage ich mal so. Kann nochmal 2 Won umwandeln. Und ja, weil er gibt es jetzt wirklich, wir gehen wie gesagt gleich alles durch. Ach du Sch... Das ist wirklich krass. Also erstmal vielen, vielen, vielen Dank an Code Black. Das ist sehr sachte EQ-Paket und mir so 4-5 Sachen zeigte, dachte ich, okay, wenn ich da jetzt 10-11 Won für zahle, habe ich da echt einen Schnapper gemacht. Und da kam jetzt immer mehr und immer mehr hinterhergeschossen, sodass ich ihm jetzt im Prinzip alles, was ich hatte, nämlich meine 18 Won, gegeben habe. Und selbst das fühlt sich schon nicht ganz fair an. Aber wir gehen einfach mal durch. Ich habe jetzt für 18 Won bekommen von Code Black ein MPP plus 7 mit 10 Wind, 2 KTP, 4er Steine. Ein Knochenplattenpanzer plus 5 mit 15 Wind, 15 Blitz, 3 TPA und noch 6 Pfeildev, 4er Steine. Ein 34er Rüstung plus 9 mit 10 Feuerdev, 1,5 KTP und 5 MPA und noch 10 Reflektieren. Dann Bambushautschuhe plus 9 mit 1 KTP. Windschuhe, also goldverzierte Schuhe plus 9 mit 1 KTP und noch 3 Crit. Ein VMS plus 9, 28 DSS 4er Steine. Silberhalskette plus 9, 1,5 KTP. Smuggies plus 6 mit, ja gut, 10 Untote, also die Boni sind random, aber 3 Smaragde sind da drin, das darf man auch nicht unterschätzen. 100er Sura-Helm plus 7 mit 10 Wind und MP-Räger und 10 MPA. 60er Helm plus 7 mit 15 Wind, da kriegt man auch 1,5 bis 2 Wund für. Ein Seelengürtel plus 4 sind ein paar Millionen. Ein Wächterkompass, das ist in der Tat das allererste Mal, dass ich einen sehe. Ich habe immer nur davon gehört, noch hol dir Wächterkompass für DR. Und jetzt habe ich das allererste Mal in meinem Leben einen, weil ich garantiert kein Geld dafür ausgeben werde. Aber das ist witzig, dass ich jetzt mal einen zur Verfügung habe. Blanke Kupfer-Ohrringe plus 9, 3 Welpenboxen waren jetzt wahrscheinlich wieder in den Meilenstein-Belohnungen. Dann das Highlight, also ich glaube, das ist so das Wertvollste in dem ganzen Paket, ein 18% Band mit, der Kollege sagt, ein Phönixbogen plus 8 und 72 bis 108 AW sprechen auch dafür, dass es mindestens ein Phönixbogen plus 8 sind. Das ist schon ein sehr ordentlicher AW-Wert. Entsprechend dann noch, ja, 2 Angriffsspeed, ein Monster und so weiter. Will ich in der Tat mal vergleichen mit unserem 19% Band mit einem Zodiac-Bogen plus 5, ob die, ja was sind das, ungefähr 18 AW schwerer wiegen als die, also 18 AW und ein Monster, darf man nicht vergessen, schwerer wiegen als die 6 DSS. Ich glaube nicht, aber trotzdem ist das auf jeden Fall ein krasser Wert. Dann, ja, Burghelm mit 2 Bluten, ein AGO, Löwenkantenschild plus 9, HTA plus 6, 10 Wind, 1,5 KTP, 5 dB, auch nicht verkehrt, also 5 dB ist da echt interessant. Eine HTK plus 7 und ja, dann noch so ganz, ganz viel Kram. Also wie gesagt, ihr seht jetzt hier, es wurde immer mehr. 25 Zen-Bohnen, ein Smaragd, eine Konzi,
Dann noch ein Kriegskeiler mit Manu-Projektion für 4 Tage 18 Stunden. Also der ist voller als meiner. Ich hatte meinen eben noch zur Seite getan. Meiner hat noch 3 Tage knapp. Also das ist wirklich krass. Dann 165 Segis, die sind gerade auch ein Batzen wert. 5 rosa Drachenbohnen, wahrscheinlich noch aus dem Battle Pass. Ein paar Bücher, Truhen der Dunkelheit, Proteinhappen, Pots, Upstuff ohne Ende. Stimmt, hier sind ja noch mehr Zen-Bohnen, die können wir einfach zusammenpacken. Muscheln, Selis, 62 Eiskugeln. Also um die Bio-Quest brauche ich mir jetzt erstmal keine Sorgen machen. Und dann hier halt auch noch. Er sagte, ja, stimmt, Drache apropos, 4 gewundene Schlüssel und dann noch gut 1000 Tapfies. Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn. Ich muss das, also ich habe das grob überschlagen, ohne, also, aber da kam halt so dann der erste Schwung mit Rüst, also mit Equipment, sogar ohne MPP, ohne 34 Rüstung, ohne diese Schuhe, ohne VMS. Und da dachte ich so, ja komm, 12, 13 Won. Und dann wurde es immer mehr, immer mehr. Ich glaube, mit 18 Won sind wir da noch relativ gut bedient. Gehe ich mal schwer von aus. Vielen, vielen Dank dir Code Black für das EQ-Paket. Und ja, ich bin mal gespannt, wie viel wir letztendlich dann dafür alles kriegen werden. Und wo wir gerade dabei sind, wir haben den nächsten Gewinn noch eingefahren, das noch dazu. Gerade in diesem Moment, kann ich es noch zeigen? Ja, hier. Während ich jetzt hier aufgezählt habe, was das alles war, wurde die Lykana-Rüstung verkauft. Endlich. Hat jetzt auch schon einige Tage bei uns im Shop gelegen. Aber wir haben 1,25 Won dafür bezahlt, 2 Won bekommen, 75 Millionen Gewinn auf die Kralle. So, und ich habe mich jetzt einfach mal hier auf die 90er Map begeben und wir werden jetzt einfach mal einen kleinen Damage-Test machen zwischen unserem 19% Schulterband und dem 18% Schulterband mit dem Phönixbogen plus 8. Einfach nur, weil mich das interessiert. Und wir werden jetzt einfach halt wie immer alles andere gleich lassen. Es ist jetzt nicht, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, was ich jetzt gerade anhabe. Ich glaube nur plus 7er Helm, ja, egal. Gucken wir einfach mal, was der aktuelle Vergleich ist. Also, wir haben so im Minimum 4,4 habe ich eben mal ganz kurz gesehen, 4,5. Ja, 4,6, 4,8. In der Spitze habe ich jetzt 9600 gesehen bisher. 9,4. Okay. Also so 4,4 ist das absolute Minimum an Schaden und 9,6 war bisher das absolute Maximum. Jetzt nehmen wir mal den anderen. Oh, 4,3. Okay, das habe ich auf jeden Fall vorher nicht gesehen. 9,2 war jetzt das Maximum. 4,4, 4,7, 9,5. Also es kommt mir zumindest so vor, als sei der Schaden etwas niedriger als mit unserem aktuellen Band. Weil, also den Spitzenwert von 9600 Damage habe ich jetzt nicht mehr wieder gesehen. Und ja, die Werte, also die Minimumwerte waren auch, glaube ich, etwas niedriger als vorher. Also scheint es so zu sein, dass DSS im High-Level-Bereich doch ein bisschen mehr ausmacht. Und AW dann vor allen Dingen eher für den Low-Level-Bereich sehr wichtig ist. So, bei dem EQ-Paket, was wir eben gekauft haben, war auch eine HTK plus 7 dabei. Aber weil die halt wirklich nur 10 Millionen wert ist, dachte ich mir, ich ziehe sie einfach mal auf den Schmied, denn blaue Perlen war auch dabei. 6 Stück sogar waren dabei. Und 2 Eisstücke kosten 1,2 Millionen. Die habe ich mir noch schnell gegönnt. Und ohne weitere Umschweife gucken wir einfach mal, ob wir eine HTK plus 8 hier rauskriegen. Oh, es hat sogar geklappt. Krass. Also das war auf jeden Fall mal ein Won-Gewinn. Was bräuchten wir hier? Rote Perle haben wir auch. Und eine Eiskugel plus. Kostet, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, aber kann auch nicht teuer sein. Haben wir vielleicht sogar noch unsere alten davon hier im Inventar rumfliegen? Nee, sieht nicht so aus. Muss ich mir überlegen, aber nice. Hat auf jeden Fall schon mal geklappt. Ich war nochmal auf dem Bazar. 2 Eiskugeln plus haben jetzt 370.000 gekostet. Und ich habe mich dazu entschieden, wir machen eine HTK plus 9er Try. Denn, ja, hier steckt kein Geld drin. Und ich habe Bock, irgendwie nochmal ein bisschen was auf den Schmied zu ziehen. Mache ich ja sonst nie, einfach weil ich das hart verdiente Geld nicht riskieren will. Aber hier haben wir jetzt im Prinzip keine wirklichen Verluste. HTK plus 8 mit ein paar Bonis, so ja, 1,1 Won wert. Komm, gönnen wir uns. Für das Paket und für Code Black und für den Content gönnen wir uns jetzt einen HTK plus 9er Try. Es hat sogar geklappt, ja wie wild ist das denn? Einfach mal eine HTK plus 9 gezogen. Von 7 auf 9 aus 10 Millionen einfach mal so 3 Won gemacht.
Mega nice. Ich sehe gerade, wir haben eh noch Edda im Inventar rumfliegen. Gucken wir mal, ob wir den vierten Bonus hier noch reinkriegen. Jawohl. Und dann haben wir hier noch eine Segenskugel rumfliegen. Also diese HTK ist gesegnet. Das ist wild. Ich habe jetzt mal mir die Mühe gemacht zu schauen, was der ganze Kram, den wir im Paket eben von Code Black gekauft haben, wert war oder ist. Und ja, mal vor allen Dingen die wertvollsten Sachen jetzt mal in den Shop gestellt. Die Truhen mussten dafür weichen, aber naja, ich verkaufe lieber Equipment für 1 Won als Truhen für 7 Millionen. Zuerst mal Silber als Kette, 1,25 Won, dann die Schuhe für jeweils 1 Won, die Smuggies für 2,5, einfach nur wegen den Smaragden, die da drin sind. Das sollte auch was wert sein. Kupferohrringe 30 Millionen. AGO-Schilder sind gerade anscheinend total selten, also wir sind mit 2,2 Won noch die günstigsten. HTA plus 6, das ist in der Tat in Summe schon ziemlich gut. Und ja, 1,5 Won kriegen wir vielleicht sogar dafür. Das Band ist in der Tat somit am interessantesten. Ich habe ein Vergleichbares gesehen für 6 Won, deswegen probiere ich das einfach auch mal. Smaragd 20 Millionen, Jewelpi 20, 5 rosa Drachenbohnen 25. Ich habe noch 30 Segis gekauft für 30 Millionen, um da ein glattes 200er Stack zu haben, damit wir da jetzt im Prinzip gucken können. Also es ist immer noch mehr oder weniger die 170 Segis für 1,7 Won, einfach nur aufgefüllt. Und auf der anderen Seite haben wir dann noch die Rüstung, den MPP plus 7 mit 10 Wind für 1,5 Won, den Knochenplattenpanzer für 4 und die 34er Rüstung, die auch gerade irgendwie verhältnismäßig selten ist. Ich bin mal gespannt, ob da jetzt irgendwas über Nacht weggehen sollte, aber ich weiß, dass einige Sachen jetzt relativ hoch bepreist sind, trotzdem mal für 2 Won reingestellt. HTK plus 9, die wir, nee, das ist die falsche, die hier haben wir gerade gehabt für 3,25 Won. Da sind wir ziemlich gut dabei. Es ist fast die günstigste bonierte HTK plus 9 gerade auf dem Markt. Der plus 7er Helm ist hier. Genau, 100er Helm plus 7 mit 10 Wind, 10 MPA für 2 Won. Und den gehörnten Helm plus 7 mit 15 Wind, 5 Angriffsspeed, 5 MPA und noch ein bisschen Teufel und Feuer auch für 2 Won. Ist eigentlich ein angebrachter Preis. Ich habe eben in der Tat 60er Helme plus 7 mit 15 Wind für 1,6 Won gesehen. Aber die anderen Boni hier sind auch nicht verkehrt, deswegen sollte da 2 Won auch recht fair sein. Müssen wir mal gucken, ob es weggeht. Vorm S ist auch noch drin für 1 Won. Ja, und den Rest müssen wir mal gucken, wie wir es machen, aber das ist auf jeden Fall so erstmal das Wichtigste. So, und jetzt wollte ich nochmal ganz kurz die Gunst der Stunde nutzen, um mich bei euch zu bedanken. Sei es das Feedback, was ihr gebt in den Kommentaren unter den Videos oder in-game, wenn ihr mich anschreibt. Und Stream, die Aktivität da ist immer mega. Jeder, der den Kanal abonniert, einfach nur einen Daumen da lässt oder sich das einfach nur anschaut, sich zurücklehnt, das freut mich wirklich sehr. Wir sind ganz kurz davor, die 1000 Abonnenten zu knacken, auch wenn das Video mit ein paar Tage Versatz hochkommt. Aber da bin ich mir sehr sicher, dass wir dann nicht mehr so weit von weg sind. Und ein paar Leute möchte ich auf jeden Fall jetzt hier noch insbesondere hervorheben. Vor allem die Member dieses Kanals. Wir haben immer noch einige, die gerade erst kürzlich dabei sind. Zuletzt hatten wir hier Dschungelkind mit F, der ein Membership abgeschlossen hat on Stream, ist mehr oder weniger frisch dabei. Wir haben aber auch einige, die schon länger dabei sind, die jetzt schon über einen Monat dabei sind, die dann entsprechend ein Level 30er Abzeichen schon haben on Stream. Sei es Nuzet oder Kaubi, Angry Wolf, The Lyeth, Saftnase, Fronsack, Phil K, Daniel No, Pixel Catcher, Tom Müller oder Kai DBZ. Ihr seid alle schon den zweiten Monat dabei und das bedeutet mir sehr viel. Das ist nicht einfach nur, ach ja, komm, machen wir mal, sondern ihr habt da wirklich Bock drauf, mich zu unterstützen. Und vor allen Dingen haben wir schon Leute, die den dritten Monat dabei sind. Das sind Hannelore, Don, V99, Josh Gordon, Molotov, Kajubi, Kalix und Michaelton. Der erste Abonnent, gleichzeitig mein Bruder, ein oder andere hat schon von ihm gehört. Aber ja, er hat diese Abzeichen, die ihr hier seht. Er selber hat jetzt schon Level 50er Abzeichen. Er hat die entworfen mit mir gemeinsam und dafür bin ich ganz dankbar. Möchte das an der Stelle nochmal hervorheben und an jeden Einzelnen, der hier den Kanal und die Arbeit, die ich hier reinstecke, unterstütze, möchte ich nochmal ganz explizit Danke sagen. Und vieren von euch war das immer noch nicht genug, denn Phil K hat schon im Laufe des Streams und im Laufe des Kanallebens 4 Mitgliedschaften verschenkt.
Saftnase hat insgesamt schon 23 rausgehauen. Angry Wolf hat sogar schon 36 Mitgliedschaften verschenkt und Kalix 37. Das ist wirklich, wirklich krasser Support. Und ihr wisst, ihr müsst es nicht machen, aber ich feiere es einfach extrem. Ihr seid auch wirklich die Namen, die ich bei jedem Stream immer lese, wenn wir montags oder spontan streamen. Ihr seid immer am Start. Und vielen, vielen Dank dafür auf jeden Fall. Wollte ich an der Stelle nochmal ganz explizit mich für bedanken. Und ein weiterer Dank ist auf jeden Fall das Giveaway, aber die Auflösung wird es in der nächsten Episode geben. Da werden wir dann die Gewinner ziehen und zeigen, wer unter den 5 Glücklichen ist, die da aus dem Paket etwas gewonnen haben. Aber nochmal, sobald wir 1000 Abonnenten erreicht haben, wird es hier ein fettes, fettes Giveaway geben, wo auch jeder Einzelne, egal auf welchem Server, daran teilnehmen kann. Deswegen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Unterstützt mich sehr und würde mich mega freuen. Außerdem, ihr wisst Bescheid, wie immer gilt, Anregungen, Wünsche, Kritik, Verbesserungsvorschläge, immer gerne alles in die Kommentarspalten hauen. Ich freue mich immer von euch zu lesen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und ich sag mal bis zum nächsten Mal.